Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Ranked Game. Und ich bin gerade verwundert, wir spielen Nepal. Hab gerade Chips gegessen, deswegen. Das ist das erste Ranked Game, wo wir Nepal spielen. Und es kam nicht diese Anzeige so, linkes Team gegen rechtes Team. Wir spielen hier mit einem, der bereits 56 Ranglistenpunkte hat. Das ist okay, wir brauchen einen Healer. Okay, ist das jetzt ranked oder nehme ich jetzt gerade einen Nicht-Ranked auf? Aber dann würde man sonst nicht die Statistik sehen, oder? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin gerade nicht sicher, ob ich für Ranked gequeued habe. Wir werden es am Ende dieser Aufnahme sehen. Wie gesagt, erste BO3-Map, die ich sehe. Und das ist eine richtig, richtig geile Pharah-Karte. Also wenn wir das verlieren, dann habe ich definitiv nicht gecarried. Denn hier in der Mitte kannst du die Gegner so geil in den Kreis schubsen. Let's do it so. So links oder rechts? Wir gehen mal rechts. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Gegnerische Pharah hat irgendwie die bessere Position. Shit. In die Fänge des Reapers, ich wusste doch noch, dass er da oben hin reinläuft. Wenigstens konnte ich noch Lusche packen. Da geht noch mehr. Meistens ist es halt auch so, wenn die Gegner die Kontrolle über den Punkt haben, ist es leichter, jemanden runterzuschubsen, weil sie sich natürlich dann da aufhalten. Okay. 7%. Ja, es ist auf jeden Fall Ranked. Wir sehen es schon an der Anzeige. Der Genji wird umgeschubst. Gerechte Strafe von der Pharah. Gehst nirgendwo hin. Beschützt den Punkt. Okay, ich feuer so ein bisschen, aber wir haben den Punkt. Ich glaube, die kommen jetzt hier von hinten rein. Nein, den habe ich ja gar nicht gesehen. Die ganze, hier, der hat da eingekillt. Und dann direkt, wow. Der hat sich durchgeschnetzelt. Okay, vielleicht klappt bis jetzt irgendwie eine komische Runde. Wir haben unsere Ultimates. Der fliegt auf jeden Fall aus der Karte, hat aber unseren mitgerissen. Ich war zu nah am Boden. Die wenigsten Raketen haben leider getroffen. Na, wobei? War auf jeden Fall eine scheiß Ultimate. Sagen wir, wie es ist. Ah, das ist ein bisschen ärgerlich, dass ich jemanden gezogen habe, aber dann der eine gleichzeitig mit weggezogen wurde. Der Visier Chaco ist down. Lucio habe ich aus der Karte gekickt. Das war doch jetzt mal ein relevantes Leben, was ich geführt habe. Aber der Genji ist super. Fuck. Zurück auf Patrouille. Der Genji ist super. Dieser Punkt gehört mir. Vielleicht jetzt nochmal. Reaper hat zwei Leute gekillt. Ich gucke auf die Statistik. Reaper hat noch einen gekillt.
Ich hab nur. Der Punkt gehört mir. Fuck! Oh, mit 27 Leben! Das war so knapp! Oh mein Gott! Ich bin im Visier! Der Soldat hat aufgeräumt. Oh mein Gott, ich bin gerade so angespannt. Das ist von allen Rankings, die ich bisher hatte, mit Abstand das Schwierigste. Kriegen wir noch ein paar Verlängerungen hin? Ich würde gerne noch einmal mich da so. Hau die Verlängerung rein. Ne. Direkt von Rotor gepackt. Shit! Ja, wie schon ganz zu Beginn des Spiels gesagt, wenn wir das nicht gewinnen, habe ich nicht hart genug gecarried. Das war. Schwer. So, das erste Mal, dass ich richtig, richtig effektiven Soldat sehe im Gegnerteam. Der hat echt mehrere Male ein gutes Visier angehabt. Worauf warten wir noch? Einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Das ist echt übel, Leute. 4000 Damage in so einer Map. Da muss noch viel mehr kommen, aber scheinbar geht es den anderen auch nicht viel besser gerade. Fuck. Fuck! Are you kidding me? Wait, wir haben Mercy und Senyata. Hoffentlich fehlt es uns nicht an Damage. Das sieht mir nach Premates aus. Das sieht mir nach Premates aus. Wieder im Einsatz. Gegner spielen sehr gut zusammen, sind alle links raus, koordiniert. Soldat von hinten, was kann ich tun, ey? Was kann ich tun? Zurück auf Patrouille. Ich kann auf jeden Fall mehr Bomben treffen. Wait, vielleicht ist das mal eine Situation, wo ich auf Winston switchen sollte. Aber ich würde gerne noch wenigstens meine Ulti einmal verbrauchen. Ja, wir sehen auch schon, der Roadhog ist unser Tank. Thank you.
Okay, hinter mir war noch einer. Ich musste ein bisschen pokern und vor allem eine Verlängerung rausholen. Ja, der Tank hat uns irgendwie gefehlt. Wir haben schon zwei Heiler, aber Roadhog ist irgendwie nicht, hat nicht geschafft, durch diese, durch den Eingang, durch das Tor durchzugehen. Und ja, die, oh wait. Okay, ganz ehrlich, ich spiele den Tank. Vorstellungskraft ist der Kern. 5, 4, 3, 2, jetzt haben wir drei Tanks. Oh shit. Oh, jetzt hat der Rainer weggewechselt. Ich finde, er hat nichts gegen drei Tanks, um ehrlich zu sein. Ja, die hauen so raus. Die hauen so raus. Die Gegner sind eindeutig besser. Vielleicht auch besser als ich. Ich meine, das sind die Placement-Matches. Die sind auf jeden Fall besser. Vielleicht spielen die besser, vielleicht haben die bessere Comp. Aber es wirkt sehr, sehr hilflos gerade. So fühle ich mich zumindest heute. Okay, diesmal tatsächlich war ich ein bisschen in der Lage. Okay. I tried. Weitere Versuche erforderlich. Oh Gott, schon wieder in die Wand gejumpt. Helden sterben. Bedauerlich, aber nicht. Verzeihung. Oh? Ey, der kassiert nichts! Hat Winston nicht mal mehr Damage gemacht? Ich will keine Abkühlung. Ich will den Healer haben. Oh, ich will den Healer haben. Finally! Ein bisschen Winston-Action geht gerade. Das Healer will ich auch noch. Fuck! Ich will deren. Oh, das Wunder der Wissenschaft macht's möglich. So, hier springen wir finally mal drauf. Zum Glück ist nichts passiert. Unser Soldat, dieser Sob oder wie der heißt. Helden sterben. Das
Sicherheit. 86, wir sind nah dran, Leute. Vielleicht war es gut, auf wenigstens zu wechseln. What? Wow. Fuck. Er hat zu viel gehofft. Okay, es bleibt nach wie vor so. Ich war einfach zu schlecht in dieser Runde. Deswegen auch eine verdiente Niederlage. Das heißt, wir sind bei 6 Siegen und 2 Niederlagen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Gegnerische Genji war auch heftig gut auf jeden Fall. Zweimal Insta getroffen. Healer down. Pharah down. Das war echt gut von dem. Oh, 15.000 Heilung. Kann man sich gönnen. Ja, ein bisschen frustrierend jetzt auch irgendwie, ein bisschen demoralisieren. Aber wir müssen noch 2 Grand Games weiterspielen. Das war jetzt die bitterste Erfahrung, die ich bisher hatte. Aber man lernt ja auch noch, das sind erst die Playthrough-Matches von Season 1. Ranked hat gerade mal gestartet. Da wird noch einiges gehen. Mein erstes Winston-Game im Ranked direkt verloren. Winston! Grün, rot, grün, 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 grün. Und leider jetzt wieder rot. Aber wir machen weiter, wir lassen uns nicht aufhalten. Bis zum nächsten Mal, Lieben. Euer Mr. MyKP.